Und damit herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 8 gegen Leilu in der Aspe. Ich hoffe, dass da alles glatt läuft. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass mein OBS ein bisschen langsam ist und ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass alles passt. Wir klicken auf Beginn, Kampfteam registrieren. Wir haben Keilflamme, aber wir haben basically einfach das normale Team, nur das Ding ist wieder dabei. Es ist halt laggy und ich weiß nicht, woher das kommt. Gerade alles komplett neu gestartet. Irgendwoher muss das kommen, dass es laggt, weil sobald ich... Moment, wir machen mal ganz kurz. Ihr habt Schwarzbild. Aber es muss... Die Switch selbst läuft. Es laggt halt tatsächlich nur hier. Und das war jetzt ein bisschen nervig. Wir probieren es einfach mal. Schreiben, was ich suche und auf ein Gutes. Dann, ja. Gucken wir mal, ob sich das hoffentlich mit der Zeit ein bisschen fängt. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn es das tut. Sonst leckt das jetzt hier die ganze Zeit. Und Spoiler, es wäre wiederum nicht so gut. So. Und wir haben auch einen Gegner gefunden. Und jetzt muss ich nur hoffen, dass ich mich nicht verdrücke, wenn es leckt. Das ist manchmal ein bisschen doof. So, er hat Lunala tatsächlich dabei und verzichtet auf seine... Wow, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass er auf sowohl... Boah, fuck, was hatte der nochmal hier? Botogel in Paradox. Und, was war das andere, was er hatte? Kadada, Leilu... hier, Zukunftsterrakium, dass er da tatsächlich drauf verzichtet. Lead könnte halt Bundlebee sein, weil er halt vielleicht straight up Webs rauskriegen will. Dadurch ist das ja nicht ganz gut. Wenn er mit Bundlebee leadet, fühle ich Tentera eventuell. So Tentera fühle ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil der straight up spinnen könnte. Außerdem können wir eventuell auch ein bisschen... Boah, das ist so laggy, ne? Ich hoffe so sehr, dass das nur die Aufnahme jetzt ist und dann nicht der Rest. Oh, hoppla. Ey, es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen nervig auch zum Zugucken. Halleluja. So, es geht los gegen Leilu. Ich werde mich dabei weigern, jemals hier ein Profilbild einzustellen. Oder eine Battlekarte, Trainerkarte, weiß nicht, wie das heißt. Es ist Maya, es ist Bundlebee. Und das ist doch nett, wir haben nämlich Stentera. Und wir können in der Theorie eine Lage Giftspitzen legen. Oder wir Turbo drehen, ne, wir Turbo drehen straight. Wir Turbo drehen straight. Tandrak ist dabei, das heißt, Giftspitzen ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich habe Tentera dabei für den Fall, dass so was ist, damit ich auch spinnen kann. Wahrscheinlich deswegen auch Lunala, natürlich, weil es gefährlich wird. Käfer gebrummt straight. Das macht sehr, sehr guten Schaden in die. Fressen direkt unsere Beere. Brechen den potenziellen Sash auf dem auf jeden Fall und sind jetzt auch schneller. Ich könnte jetzt eine Lage Giftspitzen legen. Wir selber haben noch das Ding. Der trägt so oder so die Boots. Okay, geh halt aus. Jetzt in den zu gehen und dann Staffette zu klicken, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Komm, wir legen jetzt eine Lage Giftspitzen. Der ist immer noch schneller. Der war immer noch schneller. Moment mal, Toadskrull auf plus 1 gegen Bundlebee. Der heißt nicht Bundlebee, der ist Scarf. Mit Bombi. Der fährt Scarf hier drauf. Das ist halt actually super, super gut zu wissen, ne?
dass der hier ein Scarf fährt. Na, dann können wir schon Sneasler gehen. Wir können jetzt halt eine sehr einfache U-Turn rausholen. Good to know, der ist Scarf. Ach ne, warte mal, der ist nicht Scarf, ich Vollidiot. Ich habe ja Minus-Prio auf Giftspitzen. Aber er ruft zum Glück zurück. Gott sei Dank. Oh, ich Vollidiot, ich habe ja Minus-Prio auf dieser beschissenen Fähigkeit. Okay, da kommt Handy rein. U-Turn raus, kriegen wir Gift, wäre cool. Kein Poison-Touch für uns. Yippie. Der ist halt auf Boden angelehnt. Das heißt, wir gehen in Magellan. So, wir sind Kampf. Will ich Kampf werden? Oder noch Geist bleiben? Ich glaube, es macht nicht so einen riesen Unterschied. Ich will aber tatsächlich noch meinen Geisttyp, glaube ich, behalten. Und nicht straight up Kampf werden. Deswegen drücken wir jetzt einmal Giftkettung. Vielleicht kommt Tandrak, dann werden wir Dingsen. Weil Tandrak eventuell auch Toxic Spike fahren kann, dann will ich noch einen Giftmann behalten. Auch wenn ich mit Snibunna eh eins habe, aber ich will Snibunna nicht auch immer in alles reinholen. Wir sind schneller, Giftkettung kommt, 50% jetzt wenigstens. Nee, auch nicht, okay. Wir dürfen nicht. Okay. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich Terran auf Terra-Kampf und dann drücken wir nochmal Giftkettung. Vielleicht kriegen wir jetzt. Danach können wir nämlich immer noch auf Recover gehen. Petrant gegen Iron Hands, Earthquake. Jetzt vielleicht? Digga, 50% mein Arsch. Oder haben die alle das Item, was halt nicht das unterdrückt? Kein Poison Touch, zweimal keine Giftkettung. Das fängt gut an. Das fängt sehr gut an. So, jetzt kommt wahrscheinlich Rebombi rein. Und droht mir halt mit einem Dings. Mit einem Moonblast. Da kann ich jetzt natürlich nicht mehr drin bleiben. Wenn Moonblast kommt, gehen wir halt den Löwenzahn und wahrscheinlich würde das genau jetzt so predikten. Wobei, er kann es nicht riskieren, dass ich auf Dings gehe. Ich glaube, da kommt jetzt safe erstmal ein Moonblast. Das Ding ist aber, er hat selber absolut kein Switch in meinen Moonblast. Spezialangriff sinkt? Yippie. Jetzt sind wir halt nur noch minus 1. Drücken jetzt auch mal Mondgewalt. Ja, da ist das Klebernetz leider. Das lässt sich nicht vermeiden. Gut Schaden. Lefties. Leider haben wir noch Dings. Wir gehen jetzt einmal auf einen Wish. Und dann mal gucken. Er ruft nämlich zurück. Sehr gut, das heißt, wir haben schon mal einen Wish. Lalelu. Lunala. Das Ding ist, der wird jetzt halt sowas von wahrscheinlich Call Minden. Drück auf Staffette. Drücken auf Staffette. Kommt das Call Mind. Moonblast. Macht nicht viel Schaden, was gut ist. Wir kriegen eine Staffette raus. Und können jetzt unser wunderbares Dings wieder hochheilen tatsächlich. Könnten jetzt Magellan hochheilen.
was wir auch tun. Das Ding ist Psycho-Geist, das heißt, es kann eine Psycho-Attacke haben. Sind natürlich im Klebenetz leider gefangen. Kriegen jetzt aber wenigstens den hoch, okay. So. Psy-Shock wäre mir natürlich lieber, könnte deswegen extra Psychic spielen. Wir gehen jetzt aber hier in den hier für die Psycho-Attacke. Er wechselt, aber ist okay. Knolle. Tandrap. Was für mich aber heißt, ich kriege jetzt Spikes raus. Das machen wir auch. Weil der hat einen Spinner mit Quackwall oder wie der Ding heißt. Aber muss auch erstmal hinkriegen. Vor allem habe ich Magellan noch auf voll und auf voll ist der noch gut. Und jetzt eine Lage Spikes rauskriegen ist sehr schön. Das macht guten Schaden. Wahrscheinlich kommt eine Sludge Wave oder Toxic Spikes. Rollwände sogar, okay. Aber wir haben eine Lage Spikes raus. Das heißt, Lunalas Fähigkeit ist angeditscht. Das heißt, es kriegt nicht halben Schaden davon. Außer er fährt natürlich Boots. Samba. Samba de Janeiro. I get it. Wird selber hat schon mal keine und hat Leftovers. Das heißt, er müsste jetzt in der Theorie spinnen. Was für mich heißt, ich kann hier Magellan wieder reinbekommen. Weil er müsste es dienen. Kommt er direkt der Rapid Spin? Oder geht er direkt auf Nahkampf oder sowas? Turbodreher, ja. Aber das macht nicht viel Schaden. Und wir können in der Theorie jetzt wieder auf eine Giftattacke gehen. Wir können wieder unsere Chain machen. Beziehungsweise wird er hier in Dings auswechseln. In Tandrak. Eigentlich will ich Abgangstirade klicken. Rollwende kommt, macht natürlich ein bisschen Schaden. Und jetzt wird Tandrak wieder reinkommen. Ja, da ist wieder Knolle. Der droppt jetzt aber erstmal eine Abgangstirade, ein bisschen seine ATK-Werte. Und jetzt will ich am überlegen, will ich für ein Erdbeben in Dings gehen? In Gouging Fire. Tandrak heißt Dragalge. Wenn der Full Fistav ist, dann killt ein Erdbeben nicht mal zwangsweise. Was ein bisschen nervig ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier eine große andere Wahl habe. Ich kann natürlich in Spitzkopf gehen. Er kann jetzt wieder Flip Turn, aber ewig kann er das halt nicht machen. Deswegen, wir gehen nochmal auf den Klingenschwall. Er ruft direkt zurück. Geht wieder in Samba. Klingenschwall macht ein bisschen Schaden. Er kann es natürlich wieder Rapid Spinnen in der Theorie. Der ewige Kreislauf des Lebens. Wir gehen aber wieder in Magellan. Rapid Spin, Rapid Spin.
Da ist so ein Kreislauf, aus dem komme ich gerade nicht so ganz raus. Er heilt sich halt immer wieder ein bisschen mit seinen Leftovers hoch. Okay, müssen wir da wegmachen, glaube ich. Wie viel mache ich, wenn ich gedingst bin? Ja, ich mache halt nicht viel mit der Chain gegen Tandrak. Deswegen gehen wir nochmal auf eine Abgangstirade. Okay, jetzt sind meine weg. Jetzt habe ich zumindest die Switch Advantage. Lefties sind weg, was wiederum aber kacke ist. Er hat Knockoff, Rapid Spin und dann wird er noch Double Step fahren. Blöd. Ich glaube, ich gehe in John Sneasler. Und dann gehen wir auf eine Diaclone und hoffen einfach, dass wir ein bisschen was bekommen. Ich hätte nochmal jetzt auf die Chain gehen sollen. Tut natürlich weh. Das nervt mir ungemein, dass es nicht flüssig ist, ne? Und ich meine, Dioclaw kann immerhin auch Para oder Sleep kriegen, ne? Wir sind auf minus 1. Was geht da? Henny. Das killt wenigstens, weil es ein Crit war, aber okay. Weiß nicht, ob der gemattert hat. Könnte sein, das Ding ist bull hier an sich, weil es viel KP hat. Aber damit ist der da weg, okay. Der war auch ehrlich gesagt aber auch nicht so gut. Das ist nicht unbedingt der, den ich weg haben möchte. Maya. Diese Biene, ne? Gehen in Löwenzahn. Weil es der beste Switch ist, den ich habe. Psycholärm. Oh, ich kann mich nicht heilen. Interesting. Wie lange hält der Lärm? Also ich meine, ich gehe auf eine Mondgewalt. Ich glaube, der hält 3 Runden. Heilblockade-Status. Das ist vielleicht auch nur für den Turn jetzt natürlich. Ruf zurück, aber irgendwas kriegt jetzt einen guten Moonblast ab, ne? Laleilu. Lunala gebe ich den gerne an sich. Drop. Das ist Lefties, okay. Aber ich wollte den Drop haben. So, wir können jetzt wieder geheilt werden. Deswegen ich jetzt auf einen Wish einmal gehen. Der wird kaum einkommen wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch eine. Dings ist halt meine Hinterhand. Schattenstrahl. Wird wehtun. 197 auf 68.
Lefties, Schattenstrahl, Moonblast. Da wird noch eine Psychoattacke sein. Frage ist, ist da ein Call Mind? Will ich das vor allem riskieren? Ja, shit, das Spiel Call Mind. Dann wird es jetzt problematisch. Ah, ich wollte... Das heißt aber, ich muss den in der Range halten, wo Dings weg ist. Ja, nochmal Gedanken gut und jetzt geht's halt los. Kann ich bitte auch mal einen scheiß Drop bekommen? Das ist halt absolut kein Drop. Ja, ich glaube, das ist gelaufen. Er kriegt jetzt halt ein drittes Call Mind raus und dann geht er durch mein komplettes Team, weil nichts mehr schneller ist. Kann ich critten? Bitte. Oder ein Drop. Eins von beidem. Es ist doch, komm schon. Also das Ding ist, ich muss den so oder so halt irgendwie angeditscht lassen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie vielleicht mit Entei da noch durch kann. Na, wir haben Schattenstrahl, Call Mind, Moonblast. Hat er einen Recover Move? Ich glaube nicht mal. Er hat Mondschein, okay. Kann ich bitte einen scheiß Drop oder einfach einen Crit bekommen? 30% Kinders, 30. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt auf plus 6 will oder ob er irgendwas kalkt. Guck mal, danke. Spezialangriffsjob, ist das nicht toll? Ich gehe jetzt einmal auf eine Staffette. Das ist eh gelaufen. Das ist vorbei. Gouging Fire. Dann kann er, wenn es auf 99% ist. Ein Heat Crush hat 45% Max. So like. Höchstens, wenn er durch meinen Scarf, wenn er es langsamer gemacht hat, als mein Speed Creep das Ding hier, aber... Die Leftover sollten, glaube ich, ganz knapp nicht reichen für voll. Ich hätte jetzt so gern Sucker Punch. Ich hätte jetzt so gern Sucker Punch. Er hat Angst vorm Sucker Punch. Good to know. Wir sind wieder drin. Jetzt weiß er, dass ich ihn nicht habe. Nein! Nein, ich möchte den Kampf nicht aufgeben. Ich möchte in Magellan wechseln.
jetzt einen Turbodreher. So, jetzt ist nur das Ding. Ich muss jetzt mit Gouging Fire Stuff machen. Ich drücke jetzt auf eine Genesung, meine Rollwende kommt. Wir müssen jetzt versuchen, in Gouging Fire reinzukommen und uns zu boosten. Aber da ist halt immer noch ein Fuego, was nervig ist als fuck. Da kommt Dragalge. Oh, wenn die Gift-Attacke doch hier auch nur Gift-Pokémon verdingsen könnte, ne? Der wird jetzt aber einfach wieder auf ein Dings gehen. Auf eine Rollwende. Was macht gegen Dragalge mehr Schaden? Keine Ahnung, wenn wir Fighting sind, macht eine Chain mehr. Rollwende oder auswechseln? Auswechseln wäre mir lieber, ne. Bisschen Schaden. Matschbombe sogar. Das war Fehlschaden, Halleluja. Geht nochmal auf eine Abgangstirade. Und gehen wieder hier rein. Ah, schade, er geht jetzt auf eine Rollwende. Ich dachte nicht, dass er jetzt auf eine Rollwende geht. Jetzt kommt natürlich wieder Quackwall rein. Yippie! Hallo Samba. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich Rollwende klicke. Ich bin schneller, guck mal. Ja, sieh einer an. Wir sind schneller als der. Jetzt weiß er, dass wir Scarfs sind. Eigentlich wollte ich langsamer sein, wenn ich ehrlich bin. Daher Schnarkampf. Jetzt gehen wir. Ich habe eine Abgangstirade, ich gehe nicht mal, weil er wird uns killen und ich will ihn irgendwas jetzt minus 1 in der Theorie bekommen, wenn ich noch die Möglichkeit dazu bekomme. Wenn er in Dragalge geht, würde ich mich halt hochfallen können. Ich glaube nicht, dass er so will. Ja. So, aber jetzt ist er auf minus 2. War jetzt ein Hochmut drin. Plus 1 Attack, Close Combat sollte nicht killen. Wir gehen einmal auf den Drachentanz. Er ruft zurück und geht in seine Roar. Er bedroht natürlich. Gehen auf den zweiten D-Dance.
Wie schwer ist ein Lunala eigentlich? Ich glaube, der ist schwer. Der wiegt nur 120 Kilo. Stimmt, ich glaube, ich hatte sogar gekalkt, dass gegen Lunala ein Heatcrash gleich stark ist wie ein Flareblitz. Na, Flareblitz ist minimal stärker. Aber es reicht trotzdem für guten Schaden. Zweiter Drachentanz. Abgangstirade. Wir sind immer noch auf plus 1. Plus 2 Speed. Ich meine, outspeeden tun wir jetzt alles. Da ist Lunala. Jetzt natürlich Follies. Das wird jetzt ein Viertel Schaden machen, ja. Schattenstrahl kommen unter 50% bitte. Das ist über. Wie oft kann die Schattenstrahl einsetzen? Nicht so. Hat schon ein paar Mal eingesetzt. Von dem her kann ich auf Morgengrauen gehen. Das müsste der dritte Schattenstrahl gewesen sein, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, will ich es riskieren? Will ich es riskieren? Ich könnte weitergehen, aber da könnte jetzt auf den Callmind gehen. Aber eigentlich wäre es dumm, es für ihn jetzt zu machen. Also eigentlich muss er angreifen. Ich könnte jetzt halt auf den Brandstempel gehen. Mit zwei Brandstempeln sollte es reichen, Lunala rauszunehmen, wenn er auf den Callmind geht. Aber er wird, glaube ich, jetzt... Fuck, jetzt komm, das ist ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass das ewig hin und her geht. Das ist ein Crit, der ist schön. Und er geht aufs Gedankengut. Oh mein fucking Gott. Wichtig. Sehr wichtig jetzt. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Fuego oder Ballon da rein. Das ist Fuego und jetzt sind wir natürlich auf minus 1. Macht noch ein bisschen Schaden. Er hat hier auch Leftovers drauf. Morgengrauen, weil jetzt eh wieder Dings kommt, die Abgangstirade. Abschlag sogar. Das war's mit den Boots. Ja, dann gehen wir jetzt auf den Erdbeben. Wir sind zwar minus 1, aber das sollte ungefähr noch 50% machen. Ich glaube, meine letzte Hoffnung wird Flawless, wenn ich mir dazu angucke. Da ist Abgangstirade. Boots sind weg, das heißt, wenn ich auswechsle, bin ich ja wieder langsamer, ne? Aber ich glaube, Flawless ist gerade meine beste Waffe geworden. Ich werde den jetzt down gehen lassen und dann versuchen, mit Flawless den Rest machen zu können. Hm.
macht passablen Schaden. Drop den Draco. Moonblast von Dragalge. Aber es hat auf minus 2. Flogus ist das Beste, was ich jetzt noch habe. Alles ist angeditscht. Moonblast. Wären wir schneller als das Ding? Das könnten wir noch vielleicht sein. 38, 24. Wenn er keinen West hat. Boah, wenn er gar keinen West hat, ist das ein Speedtail. Also wenn er absolut nichts in Speed hat, ist ein Speedtail jetzt. Spoiler, ich werde ihn verlieren. Ich gehe fest davon aus, dass vielleicht sein hier Fetzer-Sumo-Ringe da das Item hatte, was verhindert, dass quasi sowas wie Poison Touch und so wirkt. Sonst hätte ich mir das, sonst wäre das echt unlucky gewesen mit weder Poison Touch noch zweimal die Chain. Wir gewinnen den Speedtail und wir killen das Ding und das ist wichtig. Oder wenn er Minus Invest hatte, also wenn er negatives Wesen hatte, dann war ich halt schneller. Wenn er gar kein Invest hat, war das jetzt gerade ein Speedtail, by the way. Da ist Lunala. Aber wir gehen auf Mondgewalt. Der kann jetzt gerne Mondschein, wie er lustig ist. Das ist okay, wir sollten über 50% machen, weil der wird nicht hochkommen. Drop. Ah, wo ist die verfickte Drop? Einmal diesen verkackten Drop bekommen, ne? Das Ding ist aber fucking bulky, ne? Warum muss das so fucking bulky sein? Bitte nicht voll. Ich glaube, der ist voll, oder? Ja, sieht mir voll aus. Schade. Gehen trotzdem auf den Klingenschwall. Könnten einen Moonblast überleben. Beziehungsweise können wir das überhaupt? Der ruft nochmal zurück, okay. Wir sind noch drin. Wir sind noch an sich drin. Das Ding ist, wenn ich mit dem schneller bin, dann sollte ich mit John Sneasler schneller sein als ein ungeboostetes Star. Wir gehen hier rein. Spin. Yep. Jetzt wird halt eine Rollwende kommen. Das Ding ist, gegen Lunala bringt das alles gar nichts. Oh, was allerdings möglich wäre, jetzt auf eine Rollwende zu gehen.
Jetzt kriegen wir die Switch Advantage gegen das Ding. Ah, ein Crit ist nur bei 50%. Wenn wir davon ausgehen, dass er KP Invest hat, weil er Dings spielt. Minus 1 ist, aber er kein Invest spielt. Wir könnten mit Sneasler schneller sein. Wir sind da 23 mit Samurai 4. Es könnte sein, dass wir schneller sind. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es probieren will. Können vom Schaden auch hinkommen, dass der Full KP ist. Dementsprechend die Möglichkeit ist da, dass wir schneller sind. Wir drücken Nahkampf. Er ist schneller, shit. Ja, dann kommt jetzt Lunala rein. Er hat genug Speed, um zumindest schneller als mein Dings hier zu sein. Ah, ich schicke Draw rein. Oh cool, dann droppt zumindest der, aber das macht keinen Unterschied mehr. Lunala, Bundle B und das Ding und dann kommt natürlich wieder der da rein. Der wird mich jetzt halt sowas von safe rausnehmen, deswegen ist Unheilsklau das einzige, was noch ein bisschen, ja, Schattenstrahl. Auch wenn ihm die langsam ausgehen, muss ich sagen. Das heißt, es wird am Ende könnte noch nervig werden. Gehen wieder in Spitzkopf. Das Ding ist, der ist unter 50%. Könnten da mit Glück zwei ausreichen. Zwei Ceaseless Edges. Wahrscheinlich muss einer critten, dass das reicht. Ah, nee. Da müssen, glaube ich, beide critten, damit das reicht. Ich muss langsam auch echt los. Und nochmal der Turbo-Dreher. Oh Mann. Nahkampf und Dings tanke ich nicht. Ich werde langsamer sein. Ich gehe nochmal auf den Klingenschwall. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich muss gerade echt dringend los. Dementsprechend, ja, nee, das mit Lunala wäre das eh nur ein Dings gewesen. Das Hochmut, ja, komm. Bitte greif gleich einfach an. Ich werde eh langsamer sein, du hast Aqua Step. Ich drücke jetzt nur noch Stafette. Bitte greif an. Das wäre jetzt sehr freundlich. Ich glaube, der letzte Move ist eh Aqua Step. Ne, roll wir nur nochmal. So, ne, ich mache jetzt schon mal ein bisschen Abmord, weil ich echt dringend los muss. Dementsprechend, ja, war kacke, so, like, ich weiß nicht, ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so gut anzugucken, so, von dem her. Trotzdem GG an Leilu, wir stehen jetzt, glaube ich, 3-5, von dem her, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Spieltage es überhaupt gibt, von dem her, ja, nee. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, war es, glaube ich, und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal auch. Warten wir noch kurz, bis wir down gehen, damit wir los können. Und ja, mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Halleluja. Von dem her, bis denn.